An den Sticks sieht man hier sehr schön den Motorstart. Am Geräusch hört man, dass er abhebt. Und am Stick sieht man ja auch den Lift. Ja, und dann vergeht eine ganze Zeit, bis das Bild nachkommt. Ich stehe in 2 Meter Entfernung. Man hört ihn schon nicht mehr, aber das liegt auch an den Aeronaut-Props. Jetzt sehen wir, wie die Propeller kommen und das Erdbeben nachzieht. Und das sind jetzt schon 35 Sekunden Latenz. Ja, gleich kommt der Entfernungssprung von 45 auf 228 Meter. Auch hier passen die Stickbewegungen bzw. die Kopterbewegungen nicht zu den Stickbewegungen und damit ist FPV-Fliegen nicht machbar. Außerdem verliert der Wi-Fi Plus manchmal bei der Entfernung schon den Kontakt bzw. das Tablet wechselt auf den Access Point vom Copter direkt, was auch in der Entfernung offenbar gut möglich war. Aber die Verbindung ist eben nicht besonders stabil, was sich dann ganz schnell in so einem automatischen Return to Home äußert. Er sagt dann zwar noch, Sie können die Joysticks jederzeit bewegen, aber es gibt keine Reaktion des Copters auf die Joystick-Bewegungen. Und wenn man ein bisschen näher kommt, so ab 130 Meter, dann verlässt er bei Joystick-Bewegungen mal den Rückkehrmodus, mal verlässt er ihn nicht und reagiert überhaupt nicht. Aber er kehrt zuverlässig zurück, das ist immerhin schon was. Und dann haben wir gleich nochmal die Landung. Nach dem Ende des automatischen Zurückkehrens habe ich die Landung eingeleitet. Schön die Geräusche verfolgen, die Stickbewegungen, dann sieht man, wann die Motoren ausgehen. Nämlich jetzt. Und das Video läuft dann noch munter 30, 35 Sekunden weiter, bis der Copter dann im videomäßig im Gras sitzt.